Willkommen zum Let's Test Rainbow Six Siege. Hallo! Mit einem Skulde natürlich. Ja. Entschuldigung, jetzt hab ich dich unterbrochen. Ja, das macht nichts. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, also ich habe schon mal ein paar Videos rausgebracht. Ah ja, genau. Konne noch nicht. Genau, deswegen ist es bei mir ein Let's Test und. Bei mir ist es ein ganz normales Let's Play. Okay. Aber wir sind beide noch ziemliche Anfänger, blutige Anfänger. Ja. Also hoffen wir einfach mal, dass es eine gute Runde wird, falls denn das Gegner-Team noch einen Spieler dazu bekommt. Jetzt oder? Ja, jetzt. Und jetzt sind wir wieder 10 Jahre in diesem Ladebildschirm, was ich hasse wie Pest, weil das ist der langweiligste Ladebildschirm, den ich kenne. Aber diesmal ist es einfach so lang. Wir trauen sicher. Gut, jetzt muss man auf die Drohnen aufpassen. Die waren auf dem Boden, warum? Wo sind unsere Bomben? Die muss ich jetzt mal herausfinden. Wand wurde verstärkt! Ich schau hier einfach mal. Da sind drüber. Aber eine. Sehr gut. Der hat da C4 hingelegt. Dann lege ich hier mal Stacheldraht hin. Wenn ich mal Stacheldraht hätte. Beide Bomben sind oben, also. 10 Sekunden. Achso, jetzt geht's gleich los. Es bleiben 5 Sekunden. Die Drohne der Gefahr hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Tür im Auge behalten. Ich nehme mir mal diese Rüstung hier. Jetzt können Sie kommen. Nein, können Sie nicht. Ich bin noch nicht so weit. Alter, die Karte, die kenne ich überhaupt nicht. Auch. Ich auch nicht. Und ich weiß nicht, wo ich mich hier verstecken könnte. Lege Willkommensmatte aus. Mach hier einfach mal so ein Schild. Ich verschanze mich immer in so eine Ecke und hoffe, dass ich die wegholzen kann. Ich weiß nicht, ob das klüger ist, wenn du dich irgendwo verkämst und dann immer wartest oder ob du ein bisschen vorstoßt, um die ein bisschen. Weißt du, ob ich glaub, ein bisschen rumgehen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Meinst du? Ich weiß nicht. Irgendwie kann ich mich mit der Waffe nicht anfreunden, weil wenn ich ziele, sehe ich so wenig. Dann hab ich um! Feindsuche läuft. Ach, scheiße, ich habe überhaupt keinen. Das Ding, das bringt's überhaupt nicht, Mann. Oder ich check nicht, wie es geht. Ich setze den Sensor ein. Ah, da doch, da kommt gerade einer. Alter, da sind zwei bei mir. Das sind zwei bei mir, Vorsicht. Die kommen jeden Augenblick. Schild, Schild, Schild. Brauch Hilfe. Oh Mann, jetzt kommt. Weiß ich, dass einmal einer kommt und dann ist das so ein verficktes Schild. Oh. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Was macht man gegen das Schild? Oh, keine Ahnung. Da ist ein Scharfschütze. Das sind viele außen. Ja, die sind da, zwei Leute sind dort. Achtung, zwei Leute. Das ist zwei. Das ist noch einer. Keine Munde mehr. Das ist der Typ. Ah, sehr schön. Richtig schön. Hey, ich hab noch irgendeinen gekillt. Ich hab keine Ahnung. Ja, den Typen, den ich gemeint habe, glaube ich. Ah, ne, den hat er gekillt. Ah, das war doch mal gar nicht mal so eine schlechte Runde. Naja, also ich fand es richtig ekelhaft, weil da sehe ich einmal, dass zwei Leute kommen. Ich denke mir, boah, die fange ich ab. Und dann kommt so ein scheiß Schildtyp da raus, ne? Ich hol's alles, was ich kann gegen ihn, ne? Und dann kommt direkt danach der zweite und während ich keine Muni habe oder was weiß ich und tötet mich direkt, ne? Na gut, das ist ein bisschen ekelhaft. Was soll ich gegen so einen Schildtypi machen? Ich glaube, ich nehme eine andere Waffe. So. Ja, das Schild ist jetzt echt blöd. Ich glaube. Am besten irgendwie auf die Beine schießen, aber wenn es sich, glaube ich, hinten, ja, hinkniet, dann wird es richtig schwierig. Ja, da ist der komplett geschützt. Ich glaube, da hast du keine Chance. Ja, aber ich glaube, er kann auch nicht schießen, ne?
Nee, kann er nicht, aber die haben ja voll das Teamwork gemacht. Der eine ist vorgegangen, ne? Ja, so muss es halt auch sein. Hat voll, ich hab voll draufgeholzt, ne? Hat immer nur ganze Muni verbraten und als ich dann so gesagt 2 Sekunden nicht geschossen habe, ist die andere raus und hat mich direkt weggeholzt, weil die genau wusste, wo ich stehe. Und ich hatte null Schutz. Das ist halt das. Ja, das ist den Standort des Biogefahrens. Bei mir war es am Anfang nicht relativ knapp, weil auf einmal schmilzt sich hinter mir irgendwas durch, aber existiert. Das ist ein bisschen knapp eigentlich bei mir. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Jetzt schon. Komm mal hier rein. Komm ich hier runter? Ich will hier runter. Komm ich hier hoch? Oh nee. Ich verstehe nicht, wie ich runterkomme oder so. Ich fahre immer in Räume und dann komme ich nicht mehr raus. Ich check das nicht. Bin ich echt scheiße mit dem Ding, ne? Wie komme ich hier runter? Muss irgendwo eine Scheißtreppe sein. Und ich kann austicken. Noch 5 Sekunden. Da ist einfach nichts. 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Unser Team hat keine Position. Doch. Da drauf eine. Wir hatten den, ich geh mal mit dir mit. Alter, wir hatten denn den Diffuser? Ich seh es. Links oben ist gar nicht. Ich bin dabei. Auch nicht. Vielleicht hat ihn einfach keiner. Kann man da durch? Keine Ahnung. Also da könnte man schon durchkommen, ja. Sprengladung ist blockiert. Es geht so gut. Na, dann halt nicht. Warte, probier ich's mal. Oh, irgendjemand wurde vom Battle Eye gesperrt. Oh. Seid ihr denn jetzt immer? Kann ich die Wirbel? Also ich kenn die Karten halt überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wo es hier lang. Oh, Alter. Alter. Ich wurde so weggefragt. Ach, ich hab die falsche Klasse dabei jetzt. Scheiße. Wow. Oh, geh halt, du scheiß F. Alter. Oh, Mann. Das F geht nicht. Ich kann ihn nicht wiederbeleben, leider. Ich scanne. Wachsam bleiben. Biobehälter gefunden. Du hast gar nicht gemerkt, dass hinter uns ein Gegner war, oder? Nö. Doch, über uns. Nicht, warum piepst es hier so scheiße? Elektronikscanner aktiviert. Ich überprüfe. Wow, Alter. Wo war der? Ich hab nicht geschossen. Ich wurde entdeckt. Hier ist irgendwas. Ja, sind über Kameras. Oh Mann, ey. Ich komm nicht mal zum Schießen. Ich bin instant tot immer, sobald ich einen Gegner sehe. Wo warst du? Der hat gezielt und geschossen in der Zeit. Ich hab nicht einen Schuss abgegeben. Ich weiß nicht, wie kann ich dir das erklären? Fünf, irgendwo. Geh mal auf 5, dann kannst du mir zuschauen. 5. Ach so. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ach, da vorne links. Wurde entdeckt? Hier, wenn du da geradeaus. Ach so, wenn du da geradeaus gehst, links. Da links jetzt, ne? Genau da. Genau bei der Tür. Rechts die Tür. Die da, genau. Da liegt meine Leiche. Da ist er rausgekommen und hat mich erschossen. Instant. Es bleiben noch 15 Sekunden. Feindliche Aktivitäten. Die Sicherung des Weltraums fahren, sobald die Bedrohung neutralisiert. Ich auch nicht. Den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich habe dir zugeguckt.
Der war aber auch versteckt. Das war zufällig. Oh, wie genau dann runtergeht, ne? Ich hab so einen beschissenen Zeitdruck gehabt. Ich hab nur noch 3 Sekunden gehabt. Ach, oh verdammt. Mann, Alter. Wären wir lieber mal zusammengeblieben. Blöd. Ja, vielleicht hätte einer von uns den Schildtypen nehmen sollen und der andere nimmt dann immer... Ich hab den Schildtypen leider nicht. Ja, ich auch nicht. Den hätten wir vielleicht mal auswählen sollen, ne? Ja. Weil wäre eigentlich ganz geil, wenn da einer mal so ein Schild vorgeht und guckt, ey, da sind die Gegner und dann geht weg. Ja, ich glaube, da müssen wir es noch ein bisschen spielen, dass wir das freischalten können. Ich kann jetzt gerade nicht nachschauen, wie viele Dinge ich habe. 500 braucht man für einen Charakter. Ne, warte, für den zweiten braucht man wieder 1000 dann, glaube ich. Hm. Ja. Na gut. Na gut, das nochmal verteidigen. Den Raum sichern. Was wir machen Verteidiger den Gefahrgutbehälter schützen. Ich auch nicht irgendwie. Schon. Werden eingesetzt. Bin ich denn hier? Da ist hier nochmal eine Rüstung, sehr gut. Wie sind die hier runtergekommen? Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsfall gekommen. Ich bin ja. Das sind alle. Hier sind einfach alle in diesem Raum. Ah, die machen hier alles zu, das war's ernsthaft. Wo ist eigentlich diese fucking Bombe? Ist das, es bleiben noch 10 Sekunden. Ich bin hier gerade Ziel. Es bleiben 5 Sekunden. Stacheldraht verlegt. Die Gegner haben den Biogefahrenbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Ziel beschützen. Alter, alle drei gehen ins gleiche Eck. Wie dämlich ist das denn? Ich verstand es mir einfach mal ganz woanders. Einen habe ich. Sehr schön. Habe ich den Herzschlagstypen? Ja, ich habe das Herzschlag, geil. Ich mag das viel lieber als das elektronische Kack. Ich glaube, in dem Spiel ist es wichtig zu zielen. Aus der Hüfte ist es mal echt ziemlich ungenau. Bis auf den Schuss, den ich letztes Mal abgegeben habe. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter gefunden. Oh shit, oh shit, oh shit, nein! Und ich kann mich wiederbeleben. Du kannst dich selber wiederbeleben? Ja, ich glaube, bin. Wo war der? Wow. Hab ihn. Hab auch ein Gegner verbleibt. Ein Gegner, Conan. Ich hab voll wenig Leben, Mann. 6 Leben habe ich. Hab ihn. Schön. Oh. Richtig schön. Wie hat das so rumgekommen? Ja, mei. Oh, Mann. Matchball. Angreifen. Okay. Entscheidungsrunde jetzt also. Ja, ob es unentschieden ist oder ob wir verlieren, oder? Ja. Aber gewinnen können wir gar nicht mehr. Nee, wir sind vorne. 2-1. Achso, wir sind orange. Hey, wann haben wir gewonnen? Gerade eben. Ja, aber... Und vorhin haben wir vorhin nochmal gewonnen? Hm. Ach doch, klar. Doch, als du noch, wo du noch einen gekillt und du dich gefragt hast, hä, habe ich den wirklich gekillt? Oder war das ach, diese genau, Runde? Ach genau, stimmt. War das diese Runde, oder? Stimmt, ja. Naja, doch. Gut, dann schauen wir mal. Termite, wer ist denn das? Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ich habe 8 Kills, das ist echt... Eine meiner besten Runde, glaube ich, im Spiel. Oh, das sind sie ja gleich. Ich brauche ja gleich mal hoch. No, 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 no. Das sind sie alle, ne? Holy shit. Jetzt bin ich tot. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ach, jetzt schaue ich dir zu, wie du rumfährst. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Nur rechts ist diese Scheiße. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sicher.
Der hinter dir hat ein Schild. Den können wir vielleicht ein bisschen unterstützen. Ich bin hier reingefahren, glaube ich, und da waren es alle direkt. Wechsle das Magazin! Ich lege eine Sprengladung. Achtung! Warte, wenn die anderen oben sind, mach ich's. Warte noch kurz. Okay, du zuerst, dann ich und dann. Okay, ich mach's jetzt. Oder was? Oder machen wir es jetzt schon? Ja, komm. 3, 2. Schade. Hätte ja sein können. Ich scanne nach Geräten und Fallen. Na, die werden wahrscheinlich alle oben. Elektronikscanner überprüft. Hinter dir. Ich habe einen Biobehälter gefunden. Ich habe einen Biobehälter. Gehst du mit der Pistole rum, Mann? Ja, weil wenn ich ich habe dieses elektronisches Gerät Ding und dann kann ich nur. Weißt du? Ja. Da kann ich nur die Pistole ausrüsten. Oh, noch einer, oder wie? Nein. Alter, wo kam der her? Frag mich nicht. Boah, Alter. Oh, kommt der da von unten, ey? Das gibt's doch nicht. Ja, das Team ist völlig anders. Das ist ziemlich aggressiv. Wo ist denn eigentlich? Ach, der ist unten, der Biobehälter. Na, warte. Schauen wir mal hier, ob wir... Warte, ich versuche hier mal was. Ob wir hier irgendwo auf den Boden runterfallen können, weißt du? Hier können wir. Ah, hier, warte. Hast du Spreng, oder wie? Warte, ich hau dir erstmal Granaten runter. Warte, soll ich dann mit... Nein, gleich? Oder, ja, genau. Tust du daneben drauf. Gleich, oder? Ich mach's auf Erster. Sprengladung. Doch, ich mach. Sprengladung wird aktiviert. Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht kaputt gemacht. Ich werfe eine Blendgranate runter. Vorsicht. Noch eine. Sollen wir runter? 3, 2, 1, go. Nochmal eine. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Gerätes fortfahren. Boah, ja, schön. Schön. Arbeit. Hab ihn. Boah, Alter, wir haben gerade so aufgeräumt. Boah. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Alter, wir haben gerade. Boah, Alter, die Taktik, die war gerade so geil. Oh, Hammer. Hammergeil. Boah, ich feiere das gerade so. Das war jetzt geil. Jawohl, MVP. Sauer, Mann. Sau nice. Voll geil. Nett. Alter, 10 Eliminierungen. Cool. Ja, nice. Ja, das war Rainbow Six. Das Gratis-Wochenende haben wir ein bisschen angetestet und ja genau. Ich würde sagen, auf zur nächsten Runde, aber im nächsten Video. Ja, zum Hauptmenü zurück. Genau. Ja, genau. Hauptmenü zurück. Warte, hoffentlich geht es. Nochmal. Spielesuche beenden. So. Und. So, weil ich kaufe mir jetzt den Typ mal mit dem. Einzelschild oder? Schild. Ja, genau, das ist gar nicht mal so eine blöde Idee. Okay, ja. Danke fürs Zuschauen und ciao.